Hallo an alle zu Hause. Ich hoffe, ihr könnt uns gut hören. Und ich glaube, ich kann von uns beiden sprechen, wenn wir sagen, dass wir super gespannt sind, dass wir dieses Interview führen können und dass ihr auch Interesse habt, daran zuzuhören. Also schon mal danke dafür. Genau, wir wollen ja heute über Kunst sprechen und aber auch über Informatik. Und wen Besseres könnte man da fragen als Sabine, aka Leaptrack? Und ich bin mir auch ganz sicher, ob es überhaupt eine Vorstellung braucht. Aber ich dachte, vielleicht sage ich doch noch mal ein bisschen ganz kurz was. Genau, also vielleicht kennt jemand ihren YouTube-Channel. Da macht sie so Informatik-Videos, aber auch eine Videoserie, die heißt Work in Progress. Und macht sonst ganz viel so generative Art oder generative Kunst heißt das, wozu wir aber, glaube ich, später auch noch ein bisschen mehr hören werden und auch sehen. Genau, und du hast ja auch beim letzten Kongress im Dezember hast du ja auch das eröffnet. Genau, daher kenne ich ja vielleicht auch noch ein paar Leute. Und generell bist du ja sonst auch so in der Jugendhack-Szene aktiv. Genau, und ich bin Liv. Ich bin seit ungefähr einem Jahr bei Jugendhack dabei. Genau, und ich freue mich total, dass ich hier dich interviewen kann. Also, hallo erstmal. Hallo, freut mich auch sehr. Bin sehr gespannt und freue mich darauf, alle deine und eure Fragen zu beantworten. Das klingt gut und genau, ich glaube, wir kriegen das gut hin. Ich glaube, das wird Spaß machen. Damit es aber auch für euch zu Hause Spaß macht und damit ihr auch nicht das Gefühl habt, dass wir hier nur so die ganze Zeit quatschen und ihr nur zuhören müsst, könnt ihr Fragen stellen. Das könnt ihr entweder direkt in Twitch machen, da gibt es so einen Chat irgendwie an der Seite. Könnt ihr aber sonst auch gerne auf Twitter machen oder irgendwie auf Zulip an Philipp. Also genau, wenn ihr Fragen habt, wäre das super cool, können wir die auch noch mit reinbringen. Könnt ihr auch irgendwie, ihr müsst nicht, also ich werde nicht euren Namen sagen, wenn ihr es nicht wollt. Und ich glaube, wir würden uns sehr über Fragen freuen. Genau, ich glaube, so viel mehr Organisatorisches haben wir gar nicht. Also würde ich dich erstmal fragen, du heißt ja auf so Social Media und sowas über Bleeptrack. Wie bist du denn zu dem Namen gekommen? Gibt es dazu eine Geschichte? Der ist so ein bisschen haften geblieben. Der kommt daher, dass ich vor langer Zeit, also vor 10 Jahren oder so, Webradio gemacht habe, bei so einem lokalen Webradio über Computerspielmusik. Und da bildet sich der Name her. Also Track wie der Musiktrack und Bleep wie so die alte 8-Bit-Musik von Computerspielen, wo man so Bleep-Blob sagen würde praktisch, um das zu beschreiben. Da und genau, also die Radiosendung hieß Bleeptrack und da hatte ich mir dann irgendwie halt alles auf diesen Namen eingerichtet und der ist jetzt hängen geblieben. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr kreativ, was ja durch auch das weitere Thema sein wird. Und was man ja schon bei dir sieht, so ein bisschen im Hintergrund, ist, dass da so ein Plakat hängt mit Code-Kunst. Und wenn man dich mal googelt oder auf deiner Website, stößt man ja relativ oft auf dieses Wort Code-Kunst. Kannst du das mal erklären, was das ist? Genau, also ich beschäftige mich seit so 2, 3 Jahren mit Generative Art. Das ist praktisch so der formelle Überbegriff darüber. Und es geht darum, dass man mit Code hauptsächlich in irgendeiner Art und Weise Kunst macht. Und in meinem Fall sind das Bilder. Das heißt, ich schreibe kleine Programme und die können dann ganz viel unterschiedliche Bilder erzeugen. Und andere Leute machen aber auch ganz andere Sachen. Also die machen zum Beispiel Gedichte oder die erzeugen Musik. Also das muss nicht nur unbedingt ein Bild sein. Okay, das klingt super cool. Und so wie ich dachte, wie wir reden können, ist, dass wir vielleicht als erstes ein bisschen so diesen Code-Aspekt thematisieren. So, ist das eigentlich, wie programmiere ich das? Ist das irgendwie, muss ich dafür 5 Jahre lang Informatik studiert haben oder kann selbst ich das? Und dass wir da noch so ein bisschen so über diesen Kunstteil sprechen. Jetzt sei ja auch viele Fragen. So, muss ich alles erstmal mit der Hand zeichnen und dann kann das erst der Computer oder genau. Und also ich gebe zu, ich habe im Vorhinein, dachte ich mir, dass ich vielleicht ein bisschen besser informiert wäre, wenn ich auch schon mal Generative Art google. Und da habe ich mich jetzt ein bisschen durchgeklickt und habe gesehen, dass es ja eigentlich gar nicht so schwierig ist, da erstmal irgendwas zum Laufen zu kriegen. Aber was ich gemerkt habe, was ziemlich schwierig ist, ist, dass es dann auch nach wirklich was aussieht. Also genau, kannst du vielleicht sonst erstmal erklären, so was ist generative Kunst und das hast du ja gerade schon ein bisschen gesagt, aber so für wen ist das überhaupt und was ist da so, gibt es da eine Zielgruppe oder
sowas in die Richtung? Also ich glaube, die Leute, die sich für Generative Art interessieren und die das selber ausüben, sind schon immer irgendwie technikaffine Leute, weil die meisten machen das halt mit Code. Man muss das übrigens nicht mit Code machen. Also es gibt auch die Generative Art Untergruppe, die sowas von Hand ausführt. Also ich muss das dann ja, mein Regelwerk, das ich mir so ausdenke, mein Algorithmus, den muss auch nicht unbedingt der Computer ausführen. Den kann ich auch mir im Kopf behalten und von Hand ausführen, das gibt es auch. Aber die meisten machen das schon mit dem PC. Und du hast das, glaube ich, gerade schon für gut beschrieben. Das ist so ein bisschen easy to learn, hard to master. Also man kommt leicht rein, aber man hat dann aber auf einmal auch diese riesige Welt vor sich, was man so ausprobieren könnte und was man alles machen kann. Und ja, die meisten Leute, die benutzen ein Framework oder eine Hilfswerkzeuge praktisch, die einem zum Beispiel, wenn man Bilder erzeugen will, dabei helfen, dass man schneller was zeichnen kann auf dem Bildschirm. Und eine sehr bekannte Community darum ist Processing. Und die ist auch ziemlich einsteigerfreundlich. Da findet man ganz viele Lernvideos. Die sind oft in Englisch leider, aber es gibt auch schöne deutsche Einstiegsunterstützung, wenn man da mal reinschauen will. Ja, das habe ich auch gemerkt. Also ich habe es auch in Processing gemacht und ich habe es auch früher schon in der Schule gemacht, aber ich habe dann gemerkt, das ist relativ einfach. Ich habe dann irgendwie so verschiedene bunte Kreise gemalt und war total stolz auf mich, dass ich nach 5 Minuten dachte ich schon so, okay, ich habe es verstanden. Es ist ja gar nicht so viel Magie. Und dann habe ich so ein bisschen weitergeguckt in den YouTube-Videos und plötzlich wurde es dann ja doch ganz schön komplex. Und ich glaube, das kann man auch bei deinen Projekten gut sehen, dass da ja so viel ja auch hintersteckt und so viel Ideen und so viel Design so. Aber würdest du sagen, dass man trotzdem dafür gut programmieren können muss? Also, oder könnte man auch sagen, okay, mich interessiert von Programmieren nur dieser Kunstaspekt, ich lerne deshalb ein bisschen Programmieren? Glaubst du, das gibt es auch und das kann auch gehen? Ich glaube, das kann auf jeden Fall gehen. Also ich finde, Generative Art ist eine voll schöne Einstiegsrichtung in das Programmieren. Also auch wenn man noch nie programmiert hat, ist das, glaube ich, super, super spannend, darüber einzusteigen, weil man gleich viel mehr schöne, positive Erlebnisse hat. Ja, wenn man dann direkt sieht, wow, ich habe was gezeichnet und dann kommen jetzt da ein paar Kreise und jetzt kann ich die Farben ändern, dann kann ich die Größe ändern. Das ist gleich irgendwie viel, da hat man gleich viel mehr Spaß dran, als wenn man das Programmieren anfängt und man kann irgendwo einen Satz irgendwo ausgeben oder so. Also ich glaube, das ist ein schöner Einstieg. Ja, ich finde, es hat sich klar, so dann kann man natürlich sagen, oh sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich fand, es hat sich so ein bisschen angefühlt, so wie vielleicht, wenn man so die erste Zeile Code geschrieben hat, die man jemals so geschrieben hat und dann steht da so Hello World. Und als ich dann da schön vor 3 Wochen an meinem Processing saß, habe ich so ein bisschen so gefühlt. Also das ist ja so was Neues, Aufregendes, das ich irgendwie noch nie so gemacht habe. Und genau. Und ich gebe von mir selber zu, ich im Kunstunterricht oder sowas in der Schule war ich jetzt nie so besonders begabt, würde glaube ich auch mein Kunstlehrer so unterschreiben. Aber würdest du denn sagen, man muss dafür Kunst können oder man muss dafür gut zeichnen können oder sowas in die Richtung? Also ich glaube, gut zeichnen können und so gar nicht. Ich glaube, was einem hilft, ist, wenn man irgendeine Art Gespür für Ästhetik hat. Und das muss jetzt aber auch nicht die Art Gespür sein, wo alle sagen, boah, das sieht jetzt toll aus, ja, weil es gibt auch ganz viele Kunstwerke, die auf den ersten Blick gar nicht toll aussehen, ja. Bei Kunst geht es ja auch viel um die Intention, also was will man irgendwie vermitteln. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Gefühl für hat, ist es voll hilfreich, aber das kann sich auch mit der Zeit bilden. Also gerade Generative Art ist ja doch so eine ganz andere Kunstrichtung als viele andere Sachen. Von daher glaube ich, da kann man auch gut reinwachsen, auch wenn man da vielleicht bisher gar keine Berührung zu so ästhetischen Sachen hatte. Okay, aber wenn wir jetzt schon so viel gehört haben darüber, was das alles ist und wie das alles aussehen kann, hättest du denn vielleicht Lust, mir und auch den Leuten, die jetzt gerade auf Twitch zugucken, ein bisschen was so zu zeigen von dem, was du programmiert hast und vielleicht wofür du das benutzt hast oder vielleicht auch so was daran so ein interessanter, neuer Faktor war? Genau, ich habe, was ich hier zum Beispiel da habe, das ist der Beetle-Spot. Das ist auch das, was man hinten hier auf dem Plakat so ein bisschen vielleicht erkennen kann. Das sind so Käfer. Das war mein erstes generatives Kunstprojekt, so das erste größere Projekt, was ich gemacht habe.
Und das ist einfach hier so eine, was man hier sieht, ist so eine Generatorseite. Da kann ich hier oben hinklicken und neue Käfer erzeugen. Wenn es funktioniert, aber es hängt gerade. Dann würde ich es vorschlagen, wenn ihr zu Hause an euren Rechnern sitzt, dann könnt ihr das auch mal gerne selber aufmachen. Das gibt es auf Beatles, also wie die Käfer, beatles.bleeptrack.de. Und genau, dann seht ihr da so einen Generator mit unterschiedlichen Buttons. Man kann da ein bisschen probieren, weil die Käfer, die können ganz unterschiedlich aussehen. Die können ganz lange Fühler haben, die können kurze Fühler haben und ganz unterschiedliche Farben und Muster. Und was ich da voll spannend selber dran fand und was auch so ein bisschen mein Ziel war, ist, dass ich so einen Generator schreiben wollte, der mich selber vielleicht ein bisschen überraschen kann. Also der so unterschiedliche Formen erzeugen kann, dass man das vielleicht auch selber, also dass man es das selber ganz spannend findet, das anzugucken. Und ich habe den dann auch insofern weiterentwickelt, dass es da einen Twitter- und einen Mastodon-Bot gibt. Das heißt, es gibt einen Account, der heißt BeatlesBot, dem kann man folgen auf Twitter und der postet alle 6 Stunden einen neuen Käfer. Und das finde ich voll witzig, weil ich dem natürlich selber folgen kann. Und so kann ich meine eigenen generativen Sachen erkunden, ohne selber Hand anlegen zu müssen. Das finde ich ziemlich cool. Was dann ja auch immer eine interessante Frage ist, wenn du so sagst, so, du siehst selber so deine eigenen Kunstwerke auf Twitter. Siehst du dich dann als Künstlerin von den Kunstwerken, die dieser Bot postet, obwohl du sie vielleicht erst siehst, nachdem sie viele andere Leute gesehen haben? Also vielleicht, wenn du nicht gerade unter den ersten 5 Leuten bist oder sowas, sondern vielleicht bist du die 100. Person, die es sieht, hast du dann noch so dieses Gefühl, sowas, das ist meins, das habe ich erschaffen? Oder würdest du sagen, das ist eher sowas ein bisschen differenzierteres? Ja, ist voll die spannende Frage. Das macht Generative Art, glaube ich, auch so ein bisschen anders als andere Kunstrichtungen vielleicht. Also in solchen Fällen würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich der Künstler bin, weil ich habe ganz viel Energie reingesteckt, dieses Programm zu schreiben, dass da diese Käfer rausfallen. Ich habe mir auch sehr genau überlegt, wie die aussehen sollten. Klar überrascht mich das dann auch, dass man wie so bestimmte Farbkombinationen vorkommen, die ich irgendwie ganz schräg finde oder so. Genau, aber ich würde mich da eigentlich, weil das irgendwie, es ist meine Eigenleistung, aus der das entsteht, auch wenn ich vielleicht nicht bei jedem Bild generieren von Hand gedrückt habe, aber da würde ich mich immer noch als Künstler sehen, auf jeden Fall. Aber was ich mir auch, also ich stimme dir, also ich finde das auch so, also ich meine, das ist ja auch deine Arbeiten, das sind ja deine Zeilen Code, die du geschrieben hast. Und wenn dieses Programm dann was macht, dann ist es ja, würde ich sagen, von dem einen zum anderen und zu dem anderen dann ja auch irgendwie genau. Deins. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch Kritik gibt. Also gibt es auch so Leute, die dann so sagen, das ist ja nichts Richtiges und du tippst ja nur was auf dem Laptop rum und warum sollte das Kunst sein? Also gibt es da auch solche Kritik und wie gehst du damit um? Also die gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, die, ja, krass wäre jetzt übertrieben, aber die stärkste Kritik, die ich hatte, war bei einer Museumsführung. Also ich durfte kürzlich so ein paar Sachen in einem Museum ausstellen und habe da auch selber Führungen durchgegeben. Und da war ein Herr dabei, der super skeptisch war. Und dann habe ich so das bisschen erklärt, wie das funktioniert und was das kann. Und der hat das partout nicht als Kunst gesehen. Er meinte, er versteht nicht, warum das in einem Museum ist und er versteht nicht, warum das überhaupt als Kunst betitelt wird irgendwie. Da war ich auch immer so, oh Gott. Harte Meinung, aber der hatte, finde ich, generell einen sehr, sehr krass abgesteckten Bereich, was er so als Kunst für sich bezeichnet hat. Der hätte zum Beispiel auch Fotografie nicht als Kunst gesehen, weil das für ihn praktisch ja nur, da hat jemand auf den Auslöser der Kamera gedrückt. Also dass da irgendwie Bildkomposition und so dahinter steht, war dann irgendwie auch nicht Kunst genug für ihn, ich weiß nicht. Also ja, sowas gibt's. Und ich versuche das den Leuten aber halt immer möglichst zu erklären, was da so hinter den Kulissen passiert. Das ist ja oft ein bisschen schwierig nur zu sehen. Also wenn würde man nur die Käfer sehen, würde man vielleicht sagen, ja, nette Grafik, so what? Und das spannende Teil ist ja schon diese Vielfalt an Bildern, die entstehen kann. Und wenn man das Leuten erklärt, dann finden sie es, würde ich sagen, der große Großteil findet das dann schon spannend und kennt das auch als Kunst an. Ja, ich finde es ein bisschen, man sagt so, Fotografie ist auch keine Kunst. Das ist ja schon ein sehr extremer Standpunkt, glaube ich. Auf jeden Fall. 99% der Menschen nicht vertreten. Aber vielleicht kann man es wirklich ganz gut so mit Fotografie beschreiben, weil da passiert im Inneren der Kamera passiert ja auch viel, aber man muss ja selber einen Blick drauf haben, auf das, was man so
fotografiert, beziehungsweise du brauchst ja auch einen Blick darauf, auf dein, wie dein Endprodukt in irgendeiner Form aussehen soll. Also es ist ja, so wie ich es verstehe, es ist ja nicht, dass du einfach schreibst, male irgendwas, sondern du musst dir auch sagen, ich möchte da zumindest grob eine Linie haben und vielleicht irgendwie eine Auswahl zwischen den Farben. Also da hast du ja auch trotzdem immer noch einen großen Einfluss eigentlich drauf, oder? Genau, ja. Nee, genau. Also du beschreibst das total richtig. Also ich gebe meistens so eine Art, jetzt wollte ich Range sagen, was ist denn das gute deutsche Wort dafür, einen Umfang praktisch an, also so einen Minimalwert und einen Maximalwert zum Beispiel. Oder bei Farben schränke ich das auch so ein bisschen ein, welche Farben miteinander kombiniert werden dürfen, weil manche einfach zusammen nicht gut aussehen oder sich zu arg beißen. Genau, also das ist praktisch so mein Entscheidungsrahmen, den ich da. Wenn du aber sagst, es gibt irgendwie auch Farben, die sich beißen und du musst doch ein bisschen was einschränken, gibt es denn auch irgendein Projekt, das mal so richtig schief gegangen ist oder wo du sagst, so, da kam nichts Gutes raus oder da, also das hat einfach nicht funktioniert? Ist dir sowas auch schon mal vorgekommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber ich wollte so eine Art, also man kennt das vielleicht, wenn man so alte Zeitungen anguckt, dann bestehen die Fotos ja aus so Farbpunkten, die erkennt man da immer noch ziemlich gut bei so altem Zeitungsdruck. Und ich wollte auch sowas haben, wo man ein Bild reinladen kann und dann macht das wie so Farbkleckse draus. Und da, wo es dunkler ist im Bild, macht es größere Kleckse und da, wo es heller ist, macht es kleinere. Und die Art, wie ich mir das überlegt hatte, das hat zum Schluss einfach null funktioniert. Also wenn man da ein Bild reingeladen hat, man hat null erkannt, was das für ein Bild war. Und da habe ich halt auch irgendwie mehrere Wochenenden reingesteckt und dachte, das ist voll die gute Idee und das klappt alles. Und irgendwie nach 3-4 Wochen habe ich es dann einfach in die Schublade gesteckt und die Schublade zugemacht und nie wieder reingeguckt. Sonst, so, was ich immer so denke, vielleicht, also ich war selber, glaube ich, bei 3 Jugendhackt-Veranstaltungen und ich habe da ehrlich gesagt, soweit ich mich erinnere, noch nie so generative Kunst gesehen. Glaubst du, dass das trotzdem auch ein Projekt ist, dass man so auf einem Hackathon innerhalb von, was sind das bei uns immer, so 48 Stunden ungefähr, es sind nicht 48 Stunden, aber ihr wisst es. Ein bisschen mehr, genau. Ja. Ja. Sowas, ist das auch ein Umfang, in dem man sowas Kleines auch schon machen könnte? Ich habe es bis jetzt relativ wenig gesehen. Ja, ich glaube schon. Also ich habe für dieses Käferprojekt zum Beispiel auch, also das meiste ist in einem Wochenende entstanden. Also ich glaube, man kann in einem Wochenende ziemlich weit kommen, wobei ich da halt auch schon ein bisschen eingefuchster in die Materie war. Also ich glaube, wenn man vielleicht ganz neu startet, weiß ich nicht, muss man sich vielleicht ein bisschen ein kleineres Ziel stecken, aber ich glaube, man kommt da ziemlich weit. Und ich glaube, das könnte auch gerade für so Jugendhackprojekte voll gut funktionieren als Visualisierung. Also es gibt ja oft Projekte, die mit Sensoren irgendwas machen, zum Beispiel, wie durstig ist meine Pflanze oder sowas. Und das könnte ich mir auch voll gut vorstellen, dass man eine schöne generative Art Visualisierung macht, wann man die Pflanze wieder gießen muss. Vielleicht wird das Bild immer röter oder immer dunkler oder so, je durstiger die Pflanze ist. Oder weiß ich nicht. Also das könnte man schön integrieren. Das stimmt. Also ich meine, was ich jetzt auch gesehen habe, also immer die Projekte, wo so Hardware mit ein bisschen Sensoren sowas dazu kam, dass das ja eigentlich total spannend ist, was man daraus auch ziehen kann. Würdest du auch sagen, dass wenn man sozusagen Sachen nimmt, die vielleicht nur, also weil, so wie ich es verstanden habe, geht ja generative Kunst viel darum, dass Sachen zufällig sind und zufällig generiert und sowas. Würdest du auch sagen, dass so Umweltsensoren oder sowas auch darunter fallen? Also könnte ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Luftdruck, also das sind Barometer, glaube ich, mir hier irgendwo aufstellen und dann je nachdem da dann irgendwas generieren, wäre das auch noch generative Kunst oder wäre das dann, sagen wir, schon wieder zu sehr eingeschränkt? Nee, ich glaube, das würde voll unter generative Kunst fallen. Ich glaube, das würde auch voll gut funktionieren. Also ich glaube, man muss sich dann ein bisschen Gedanken machen, was der Sensor so für Werte ausspuckt. Sind das große Zahlen oder sind das kleine Zahlen? Muss man ein bisschen mit rumexperimentieren. Aber ich glaube, dass das super gut geht, das zu benutzen. Also ich habe auch zum Beispiel ein Projekt gemacht, da habe ich eine Leap Motion benutzt. Das ist so ein kleines Kästchen, da kann man die Hände drüber halten und dann kann das so die Position der Hände tracken. Und okay, mit der Position, also wenn man die Hände höher gemacht hat oder verschoben hat, dann haben sich Sachen in dem generativen Bild geändert. Und das hat auch gut funktioniert. Das war ziemlich witzig. Sehr cool. Und ich, also was mich mal so überrascht ist, das ist ja alles, es klingt immer so total abgefahren und so total so
sowas so, das könnte ich ja nie. Aber ich glaube dann, was du ja gesagt hast, so wenn man sich ein bisschen eingefuchst hat, so dann geht auch schon mal was an einem Wochenende. Also vielleicht könnten wir ja auch bei Jugend Hackt, ich glaube, es kennen wahrscheinlich alle, die zugucken, aber könnten wir vielleicht auch einfach mal sagen, vielleicht machen wir mal irgendwie, vielleicht fokussieren wir uns mal bei einem Event, versuchen alle was künstlerisch, ästhetisches zu machen. Das wäre ja vielleicht auch mal total die gute Herausforderung, weil man ja auch immer Leute mit verschiedenen Programmierhintergründen hat. Aber ich glaube, das ist sowas ganz Neues für die meisten. Also ich kenne wirklich sehr wenige Leute, die sowas schon mal gemacht haben. Also vielleicht wäre das ja mal total die coole Herausforderung. Mhm. Oder jetzt auch in gut einfach über GitHub oder sowas. Genau, also vielleicht wäre das auch mal eine Idee. Aber ja, wenn wir noch weiter über so Hackathons und Projekte und sowas reden, hast du so ein Lieblingsprojekt, wo du so sagst, so, das ist so meins und darauf bin ich super stolz? So insgesamt an Projekten, die man mal so gemacht hat, meinst du? Mhm. Also ja, auf jeden Fall. Also ich bin zum Beispiel, mein stolzester Moment in der letzten Zeit war, das kann ich vielleicht auch mal zeigen, weil ich es in die Kamera halten kann, ich habe mich an ein neues Generative Art Feld gewagt und ich habe noch nie in meinem Leben selber eine Platine entworfen und ich dachte immer, da könnte man auch cool Kunst drauf machen und die sind nämlich vor ein paar Tagen per Post gekommen und die Planeten, die man da drauf sieht und die Muster, die erzeuge ich auch mit Code und das ist jetzt eine Variante. Und dann gibt es noch die zweite, die ist eher so lila, so eine lila eine Platine. Ich weiß nicht, ob man den Farbunterschied so gut sehen kann. Genau, und da bin ich gerade ultra stolz drauf, weil ich irgendwie ich kann so mit Arduinos und Raspberry Pis und Hardware an sich umgehen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Platine gemacht. Das ist jetzt die erste Platine, die ich hingekriegt habe, mit Kunst. Das ist gerade so das, wo ich gerade so am stolzesten drauf bin, würde ich sagen. Das ist ja auch, also wenn man... Also ich gebe zu, ich habe sowas auch ja noch nie gemacht und das klingt für mich jetzt auch erstmal so, also dass das überhaupt geht. Ich finde, das ist so ein bisschen so die allumfassende Sache, so das geht alles. Also das finde ich so verrückt. Und auch eine andere Sache, was auch geht, Fragen stellen, nochmal im Twitch. Ich glaube, wir würden uns total über Fragen freuen. Ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht, wo ich selber so dachte, dass die vielleicht so ganz gut ins Thema einführen könnten. Aber ich würde mich total freuen, wenn es noch weiterführende Fragen gibt. Und gibt es jetzt sogar. Wunderbar. Jemand fragt, was genau macht denn diese Platine? Kannst du das nochmal erklären? Genau, ich glaube, gesehen habt ihr sonst nochmal in die Kamera halten, bringt nicht viel. Aber ihr habt gesehen, die hat drei so Planeten drauf. Und die Planeten sind kapazitive Touch-Buttons. Das heißt, wenn ich mit dem Finger drauf fasse, dann wird das wie so ein Button-Druck erkannt. Und die Platine gibt sich dann am PC wie eine Tastatur aus. Und dann kann ich praktisch sagen, Planet 1 macht Lautstärke runter und Planet 2 macht Lautstärke rauf und Planet 3 macht Mute vielleicht oder so. Das kann dann jeder selber festlegen. Ah, cool. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Wenn nicht, könnt ihr gerne nochmal nachfragen. Aber ja, also generell Fragen gerne über Twitch oder Twitter oder Zulip für die Leute, die in der Jugendhack-Community sind. Genau, und wir hatten ja auch schon mal vor, ich glaube, 3-4 Tagen darüber gesprochen, aber dein erstes Projekt, also man fragt sich immer so, jemand wie du, der schon so sehr in der Materie eingearbeitet ist, also vielleicht denkt man so, die hat das schon immer gemacht. Wie bist du denn dazu gekommen und bist du von Informatik zu Kunst gekommen oder von Kunst zu Informatik oder so gleich? Und wie hast du dich da so reingefuchst? Also ich fand Kunst schon immer cool und habe in der Schule irgendwie viel gezeichnet und fand das irgendwie immer alles, fand es eigentlich immer alles spannend und muss gestehen, ich habe das dann so gegen Ende meiner Schulzeit so aus den Augen verloren. Ich hatte so mit 12 auch noch immer so die Idee, so, boah, vielleicht will ich mal Grafikdesign studieren. Und irgendwie ist es dann immer mehr dazu geworden, so, boah, nee, ich will Informatik studieren und Kunst ist vielleicht doch nicht meine Welt und das brauche ich alles gar nicht. Und dann war ich irgendwie während meinem Studium total krass blank auf Informatik fokussiert und fand Kunst dann doof praktisch sozusagen. Und habe dann nach dem Studium hatte ich so eine Phase, wo ich mal irgendwie so ein gutes halbes Jahr
echt wenig zu tun hatte. Es war praktisch so Wechselstudium und dann anderer Job oder Promotion in dem Fall. Und da bin ich in so ein, in das Rabbit Hole, sagt man ja immer so ein bisschen, bin in das Kunstloch zurückgefallen praktisch. Und das ist so passiert, dass ich einen Stiftplotter im Internet entdeckt habe. Das sind so kleine Maschinen, oder so klein sind die manchmal gar nicht, aber so Maschinen, da kann man einen Stift einspannen und der kann dann hin und her fahren, also praktisch am Papier entlang hin und her und kann den Stift hoch und runter fahren lassen, also den Stift absetzen zum Zeichnen und wieder anheben zum Weiterfahren. Genau, und den kann man an den PC anstecken und dann halt sagen, mal ein schönes Bild. Und genau, und für den kann ich dann natürlich so Kunstsachen programmieren. Das fand ich dann auf einmal irgendwie so cool, diesen Stift da rumfahren zu sehen und ihm zuzugucken. Das fand ich so cool, genau. Und dann konnte ich mir da zufällig einen halbwegs günstigen kaufen, gebraucht, weil ich den ja echt super zufällig entdeckt habe. Und das war dann so der Kickstart praktisch da anzufangen. Ja, scheint ja gut funktioniert zu haben. Also ich meine, du bist ja jetzt... So, ich glaube, so wenn man so beim CCC über generative Kunst so nachdenkt, glaube ich, bist du ja so da eine der Personen, über die man auf jeden Fall nachdenkt. Du hast ja auch gerade schon so, sagen so die, wie nennt sich das denn, so, ich weiß nicht, so Unterschiede oder sowas, zwischen so in Informatik und Kunst gesagt. Und dass du so als erstes dann so gesagt hast, du machst nur Informatik und so. Würdest du denn... Also es gibt ja auch so dieses Stereotyp von so Informatikern, die die ganze Zeit irgendwie nur am PC sitzen und meistens dann ja irgendwie auch noch Männer, die dann irgendwie nur in IT arbeiten und so nichts anderes machen. Würdest du denn sagen, dass Kunst da trotzdem gut dazu passt? Also ich glaube, so in der ganzen Chaos Computer Club Szene kann ich mir das vorstellen, dass es gut da so reinpasst. Aber hast du es auch außerhalb davon so gesehen, so dass Kunst auch ein sehr wertvoller Teil von Informatik ist? Gibt das also einen? Ich finde auch, dass es da ziemlich viel Parallelen gibt. Also ich glaube, dass beide Disziplinen so dieses Out-of-the-Box-Denken ganz gerne benutzen. Also in Kunst geht es ja oft darum, so Grenzen zu durchbrechen, neue Sachen auszuprobieren. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass Informatik oft ja so ein bisschen in diesem Bereich von man muss gerne knobeln oder Rätsel lösen oder sowas hat und da auch mal so ein bisschen anders denken, von der anderen Seite her denken oder so. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Und es ist natürlich sicher nicht für jeden was, also ich glaube nicht, dass da jeder dran Spaß hat, aber ich habe schon das Gefühl, dass das, wenn Leute da das erste Mal mit in Kontakt kommen und irgendwie, also auf der Informatikseite, das ist halt die Seite, die ich meistens kenne, dass man als Informatiker wieder Kontakt zu Kunst bekommt, dass die schon eigentlich immer alle sehr begeistert davon sind. Es gibt ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein, ich glaube, es ist die Grundsätze des CCCs, du wirst irgendwie sowas in die Richtung, wo ja auch ist, man, also ich kann es nicht Wort für Wort, aber so in Richtung, dass man dass man mit Computern auch Schönes erschaffen kann und Ästhetisches. Genau. Das spielt ja sicherlich auch mit rein, oder? Also das ist ja auch cool, dass das da so explizit drinsteht. Das stimmt, ja, genau. Das trifft eigentlich genau das und ich denke, das muss halt nicht immer die hohe Kunst sein, ja. Ist auch immer so ein bisschen die Frage, wo fängt Kunst an und wo hört sie auf und so. Aber ich glaube einfach, ja, also ich glaube, man kann mit Computern brutal viel kreative Sachen machen, ob es jetzt Generative Art ist oder Videoschnitt oder nur Zeichnen am PC oder boah, alles Mögliche, weiß ich nicht, coole Landschaften in Minecraft bauen ist total kreativ. Also ich glaube, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben. Genau, es gibt sogar noch eine Frage. Wir haben schon ein bisschen jetzt über so den CCC und sowas gesprochen und für 36C3, also im Kongress letztes Jahr im Dezember, gab es ja dieses coole Logo, das sich so zerbrochen hat, wo du ja auch diesen Generator hattest, wo man sowas reinschreiben konnte und dann ist das so cool zerbrochen. Hast du das auch im Processing gemacht? Das habe ich nicht im Processing gemacht. Das liegt daran, und trifft nicht mehr ganz zu mittlerweile, muss man sagen, aber das liegt daran, dass ich die Bilder gerne als Vektorgrafik exportieren will. Das macht es später für den Druck einfacher oder wenn Leute sich so T-Shirts plotten wollen,
dann ist das das bessere Format als ein Foto, wo du Pixel hast. Mhm. Und da ist Processing nicht so gut geeignet, um solche Bilder zu machen. Oder zumindest war es das nicht. Also mittlerweile hat sich da auch voll viel getan, aber deswegen habe ich nicht Processing genommen, sondern Paper.js heißt das. Okay. Das ist auch eine Library im Endeffekt, die einem bei so Grafiksachen hilft und halt besonders gut für Vektorgrafiken ist. Genau. Aber ob man jetzt, ganz ehrlich, ob man das eine oder das andere nimmt, ist voll Geschmackssache und man hätte es mit beiden machen können. Oh, okay. Und du hast ja auch schon mal, bevor ich die Frage gestellt habe, so ein bisschen so Videoschnitt angesprochen, was ganz gut überleitet zur nächsten Sache, über die ich dich was fragen wollte. Du hast ja auch einen YouTube-Channel und vor einer Weile, ich glaube vor so ungefähr 2 Monaten, ich weiß aber auch nicht mehr so richtig, mein Zeitgefühl ist seit der Corona-Zeit ein bisschen kaputt, hat, glaube ich, Julia, die ja auch Mentorin ist, mal so gefragt, so was für Videos wir denn gerne gucken, so technische Videos oder sowas. Und da weiß ich, dass da auch jemand gesagt hat, dass deine Videos total geholfen haben, so am Anfang des Informatikstudiums. Und was machst du denn überhaupt auf YouTube? Also bist du da so, machst du so Vlogs oder Follow Me Around oder Shopping Halls? Oder also was machst du auf deinem YouTube-Kanal? Also der YouTube-Kanal hat schon eine lange Geschichte. Und die allerersten Videos, die ich gemacht habe, da habe ich so Mini-Spiele-Reviews gemacht über Spiele, von denen ich nichts anderes im Netz gefunden habe. Also das sind oft so obskure, deutsch entwickelte Spiele aus den 90ern oder so. Genau, um die so ein bisschen zu erhalten. Also das sind auch nicht so die tollst gemachten Videos, aber die existieren da auch noch. Genau, und was du jetzt gerade angesprochen hast, das sind so kleine Lernvideos zu Themen, die so im Studium vorkamen. Und ich habe die deswegen gemacht, weil ich als Student ganz oft Repetitorien gehalten habe. Das klingt jetzt voll schlimm, aber das sind so Veranstaltungen, die wiederholen praktisch nochmal den Stoff vor der Klausur. Also wie so eine kleine Mini-Nachhilfe, oft so als Blockkurs über ein paar Tage oder so. Und das habe ich ganz lang gemacht, ganz viele Semester. Und dann kommen natürlich immer die gleichen Fragen wieder von den Studenten und dann dachte oder von den Studierenden. Und dann dachte ich mir so, eigentlich kann ich einfach mal ein Video davon machen. Und dann kann man das den Leuten so in die Hand drücken, sagen, wenn du noch Fragen hast, dann guck dir dieses Video nochmal an. Genau, deswegen deckt es jetzt so die ersten, ich weiß nicht, 3 Semester Informatik-Bachelor so ganz gut ab, wenn man so Algorithmen lernt und sowas. Und ein paar habe ich dann auch noch aufgenommen, um mir selber beim Lernen zu helfen. Ich finde es nämlich immer, wenn man jemand anderem was erklären kann, dann hat man es selber im Normalfall ziemlich gut verstanden. Oder man kommt beim Erklären, kommt man dann oft an den Punkt, wo man merkt, oh shit, das habe ich vielleicht doch nicht so ganz kapiert. Das muss ich mir nochmal angucken. Das war für mich selber dann auch voll hilfreich, die aufzunehmen. Ja genau, und deswegen stehen die da jetzt immer noch im Netz. Und momentan, genau, da habe ich tatsächlich sowas eher wie so einen Vlog im weitesten Sinn, das ist so eine Projektdoku. Da mache ich so alle 2-3 Wochen ein Video, wo ich erzähle, was ich in den letzten Wochen gemacht habe. Das heißt jetzt momentan Platinen oder Generative Art oder irgendwas, was gerade so ansteht. Und das ist ja auch immer noch sehr, sehr kreativ. Also man sieht, dass sich das ja schon so durch dein Leben durchzieht. Wie lange sitzt du denn so ungefähr in so einem Video? Also ist das sowas, wo du sagst, so, okay, ich mache dann so meine Kunst und dann setze ich mich abends mal so ein bisschen da an diesen Videoschnitt, oder ist das auch für dich so ein sehr großer Teil? Also das nimmt für mich momentan schon, also ich finde, es nimmt relativ viel Zeit in Anspruch. Das ist immer so ein kompletter Arbeitstag, würde ich sagen, den ich da rein investiere pro Video, was aber auch daran liegt, dass ich immer englische Untertitel dazu schreibe und es zieht sich ziemlich, diese Untertitel zu schreiben. Das sind immer sicher nochmal 2 Stunden, wo ich nur Untertitel schreibe. Genau. Also es klingt jetzt nicht wahnsinnig viel ein Tag, aber wenn man halt irgendwie so nebenbei arbeitet und dann irgendwie noch Kunst macht und dann noch ein Video macht, dann summiert sich das dann doch ganz schön arg. Ja. Deswegen, ich schaffe es auch nicht häufiger als 2-3 Wochen. Das haut gerade nicht hin. Aber ich glaube, also alle 2-3 Wochen, da hat man ja immer schon wieder so neuen Content, ja. Und hat dann ja auch wahrscheinlich auch eine gute Länge. So. Es gibt sogar noch mehr Fragen. Welche Werkzeuge, also Programmiersprachen, Lasercutter, Frameworks, etc. gibt es? Da wird es ja wahrscheinlich ganz viele geben. Aber vor allem, welche benutzt du gerne und was funktioniert gut? Also ich kann mir vorstellen, dass die Person irgendwie gerne vielleicht auch mal ausprobieren möchte. So, was sind da gute Ansatzpunkte?
Also ich kann immer empfehlen, wenn man schon ein bisschen programmieren kann, sich einfach was für seine Sprache zu suchen. Es gibt echt für fast jede Programmiersprache irgendein cooles Framework, um Sachen zu zeichnen. Also da am besten mal danach gucken. Und ansonsten, Processing haben wir schon gesagt, da ist halt die Community super groß mit ganz viel Lernmaterial. Ich nehme Paper.js gerne, eben wie gesagt, weil ich damit voll gut auf Maschinen arbeiten kann dann zum Beispiel. Wenn wir bei Maschinen sind, da ist die Vielfalt halt voll groß. Ich kann alles Mögliche machen. Ich kann Stiftplotter benutzen, ich kann das auf einen Lasercutter packen und in Holz gravieren oder eine CNC-Fräse benutzen. Das ist praktisch auch so ein, ja, also wieder alles wie der Stiftplotter, der Lasercutter kann hin und her fahren und hat halt keinen Stift oder so einen Laser vorne dran, sondern so einen Fräskopf. Also ich kann wirklich große Teile aus Holz ausfräsen. Das kann ich genauso benutzen. Ich kann auch generative Kunst in 3D machen und das 3D-Drucken zum Beispiel geht genauso. Das ist ja schon mal, glaube ich, eine ganz gute Übersicht. Aber ich glaube wirklich, dass dieses hilft mit so, dass man sich vielleicht nicht direkt sagt, ich habe noch nie Processing gemacht und ich fürchte mich davon ein bisschen, sondern dass man vielleicht erstmal guckt, so was kann ich und wie kann ich damit arbeiten. Und deine Website ist ja auch sehr schön geworden. Und da gab es auch die Frage, wie hast du deine schöne Website gebastelt? Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennt, aber so sieht ja deine Website aus. Sieht jetzt ja nicht aus so wie die Standard-Website. Kannst du uns dazu was sagen? Genau, die habe ich vor einem Jahr gemacht und die ist echt so ziemlich von Hand gebaut. Also da steckt gar nicht so viel dahinter. Was dahinter hängt, ist ein Framework, das heißt Pico. Das ist total unbekannt irgendwie. Das ist so ein ganz minimalistisches PHP-Dingsi, um eine Webseite zu bauen. Und was das macht, ist eigentlich nur, das guckt praktisch sich die Ordner an und schaut, ob da so ein Markup, kennt ihr vielleicht, ist so eine Art Dateiformat, wo man ganz schnell Text strukturiert reinschreiben kann und guckt, ob es in Ordnern welche findet und das sind dann Blogposts und macht ihr da draus was. Und dann muss man praktisch nur ganz normal Webseite mit JavaScript und HTML und CSS bauen. Und genau, also die Webseite hat so einen gezeichneten Stil. Ich habe mir echt so von Hand Sachen gezeichnet, also diese Ränder an den Diffs, an den Boxen, dass die also handgezeichnet aussehen. Das sind Bilddateien, die ich mir mal gemacht habe. Genau. Krass. Das klingt auf jeden Fall auch sehr viel Aufwand. Aber hat sich ja gelohnt. Cool. Du hast ja gerade nochmal, oh, es gibt eine neue Frage. Wie zeichnest du am Computer? Also ich meine, irgendwo mal was in deinen Tweets von einem Grafiktablet gelesen zu haben. Ist das so das, was du so benutzt, um zu zeichnen? Oder Paint? Oder scannst du Sachen ein? Oder genau, wie zeichnest du dann? Also ich zeichne am liebsten direkt am PC. Und ich habe mal, hier ist so ein Stift von so einem Wacom-Tablet. So schaut aus wie ein ganz normaler Stift. Hat halt nur vorne so eine Plastikspitze. Genau, und ich nehme da zum Teil meinen Laptop, den kann man so umklappen und dann mit dem Stift drauf zeichnen. Und ich habe aber auch noch so ein extra, wie ein extra Monitor an meinem großen PC, wo ich auch damit zeichnen kann. Und ich benutze als Software Krita, die ist Open Source und kostenlos, kann ich voll empfehlen, die ist super gut. Also meiner Meinung nach bestes Zeichenprogramm ever, kann ich sehr empfehlen. Das klingt doch gut. Und warst du ja auch schon, ich glaube, es ist schon ein bisschen her, wir sind vom Thema abgekommen, was aber ja gut ist, ein paar Fragen. Du hast ja so ein bisschen so von Uni geredet und was machst du denn jetzt so im Moment? Ich bin momentan Doktorandin in der Neuroinformatik. Das klingt auch ganz gruselig, ist aber total cool. Das ist eine Unterabteilung der künstlichen Intelligenz und wir beschäftigen uns ganz viel mit Machine Learning. Und ich selber beschäftige mich mit generativem Machine Learning, wer hätte es gedacht. Das heißt, bei mir geht es darum, dass ich mit künstlicher Intelligenz Bilder erzeugen möchte oder Bilder manipulieren möchte und sowas. Okay, und dann, wenn du Doktorandin bist, wirst du dir dann wahrscheinlich irgendwann deine Doktorarbeit schreiben? Genau, also momentan mache ich noch Lehre an der Uni bei uns, also so Einführungsveranstaltungen unterstütze ich da. Da läuft jetzt leider der Vertrag aus Ende des Jahres, das heißt, das hört jetzt dann vermutlich auf. Und genau, dann mache ich nur noch meine Forschung. Ja, aber das klingt ja auf jeden Fall aufregend und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute so denken, oh, das ist ja vielleicht sowas, was man so zu Hause machen kann, aber das ist ja cool, dass man bei dir sehen kann, dass man damit auch Karriere machen kann. Also, dass man das ja auch wirklich, dass das
ein wichtiger Teil ist, wenn du da ja auch zu forschen kannst. Also dass es ja ein sehr, sehr bedeutender Teil dann auch ist, der auch einen Stellenwert hat. Das ist ja auf jeden Fall gut zu wissen und vielleicht hilft es ja auch ein paar Leuten, die sagen so, okay, das hat mir jetzt total Spaß gemacht, das alles zu hören. Dann möchte ich jetzt vielleicht auch später mal in die Richtung gehen oder sowas. Also das kann ja auch immer noch eine Möglichkeit sein. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich noch so viele Fragen habe. Vielleicht kann ich noch mal einen Aufruf ins Publikum starten. Genau, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wäre jetzt, glaube ich, eine gute Zeit. Genau, können, glaube ich, alle Fragen sein, die es gibt. Genau, hast du sonst noch irgendwas, über das du noch gerne reden möchtest? Spontan nicht, aber ich kann jeden sehr ermutigen, einfach mal in diese Generative Art Bubble reinzugucken. Die ist echt ganz toll. Also wenn ihr auf Twitter seid, dann könnt ihr mal den Hashtag Plotter Twitter zum Beispiel angucken, so zur Inspiration. Da sind voll viel coole Bilder. Und wenn man bei Instagram unter dem Hashtag Generative oder Generative Art geht, glaube ich, beides guckt, gibt es auch voll viel coole Sachen. Und es hat auch in der Spieleentwicklung ja Anwendung. Also wenn man sich so eben so Spiele wie Minecraft anguckt oder No Man's Sky, wo ganze Welten erzeugt werden, das ist auch Generative Art. Nennt man halt in der Spieleentwicklung dann eher prozedurale Generierung oder so. Aber es macht Spaß, kann ich empfehlen. Also es gibt ja auch so viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Es ist ja nicht vielleicht immer nur sozusagen, ich habe nicht ein Stück Kunst, aber ich habe ein so in die Richtung, also wie du ja gerade gesagt hast, kann ja in Videospielen Anwendung finden oder wahrscheinlich ja in ganz vielen Bereichen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man ja vielleicht, weiß ich nicht, sich, wenn man jetzt einen besonders ausgefallenen Einrichtungsstil hat, kann man sich ja vielleicht auch irgendwie Tassen, also sich dann halt irgendwie vordrucken und dann irgendwie, ich weiß nicht, wie man Tassen macht, aber so, also damit kann man ja ganz, ganz viele Sachen machen. Das muss ja nicht nur was sein, das irgendwie an der Wand hängt. Ist natürlich auch schön. Auf jeden Fall, ja. Genau, also es ist ja super cool, dass wir, finde ich, darüber mal sprechen konnten, weil es leider irgendwie ein Thema ist, das auch so ja selten thematisiert wird. Also ich meine, ich habe Informatikleistungskurs und darüber wurde noch nie gesprochen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, sowas zu machen. Also super cool, dass du dich bereit erklärt hast, da so drüber zu reden und auch ein bisschen was so von dir zu erzählen und deine Sachen zu zeigen. Wo findet man dich denn, wenn man jetzt sagt, ich will genau das machen, ich will das alles sehen und so wie, also bist du auf Twitter oder GitHub oder kann man dich irgendwo finden? Man findet mich fast überall, also Twitter und Instagram und GitHub, genau, und YouTube im Endeffekt dann auch, wäre einfach nur Bleeptrack. Und auf Mastodon ist es dann halt bleeptrack@chaos.social. Und haut mich gerne auch für Fragen jederzeit an. Gibt es denn auf deinem GitHub, kann man da auch mal so ein bisschen so hinter die Kulissen gucken oder sind deine Sachen closed source? Nee, ich habe eigentlich von fast allen Projekten den Source Code online, von den Platinen jetzt zum Beispiel noch nicht, weil ich da gerade noch so arg dran baue, dass da gerade irgendwie noch wenig Sinn macht, das zu veröffentlichen. Aber im Normalfall packe ich eigentlich meinen ganzen Code immer auf GitHub. Das ist ja cool. Also dann kann man ja vielleicht auch mal selber ein bisschen dran rumwerkeln und mal gucken, so was man selber noch für Sachen machen kann. Aber du bist natürlich irgendwie dann immer noch Künstlerin, auch wenn man selber Sachen ausführt. Das ist natürlich eine interessante ethische Situation. Mhm. Aber genau, ja, vielen Dank für das Interview. Ich glaube, es gibt keine Fragen mehr, wenn ich das richtig sehe. Wenn ja, Philipp schreibt etwas. Keine weiteren Fragen, okay. gut, dann vielen Dank, dass das funktioniert hat und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. Ich finde, das hat danke für die Einladung. Gute Fragen beantwortet und wie wir sehen, sind ja auch keine Fragen offen geblieben. Und falls doch, vielleicht kriegst du noch ein paar Twitter-DMs in den nächsten Tagen. Genau, aber danke, dass du uns das Thema auch so ein bisschen näher gebracht hast. Ich glaube, das war mal so was ganz Neues, Erfrischendes. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja mal ein Jugendhackt-Projekt und dann wirst du da bestimmt irgendwie verlinkt oder so. Super. Genau, was aber noch wichtig ist, so
als Abschlussding, ist, dass das hier jetzt nicht nur so eine einmalige Sache war, obwohl heute Digitaltag war, gibt es dieses Format noch weiter. Und das ist einmal nächsten Mittwoch, das ist der 24. Juni. Um 16 Uhr gibt es Bring Your Own Project, wo ihr aus der Jugendhack-Community eure eigenen Projekte, an denen ihr arbeitet, könnt ihr einfach mitbringen und Leute finden, die vielleicht mit euch zusammenarbeiten wollen. Und wenn es vielleicht ein Projekt ist, wenn ihr noch Hilfe braucht oder das einfach schon ein bisschen länger irgendwo tief in eurem Gitter liegt, das ein bisschen aufleben wieder lasst. Das ist nächsten Mittwoch um 16 Uhr. Und da kann man sich auch anmelden. Das gibt es im Zulip, gibt es dazu, glaube ich, einen Stream. Und nächsten Dienstag, also den Dienstag danach dann, übernächsten Dienstag, gibt es wieder so einen Interview-Community-Talk mit dem Team von Parteiduell, wozu ich auch gehöre. Dann bin ich mal auf der anderen Seite. Und Parteiduell ist so ein politisches Projekt, das vor einem Jahr bei Jugendhackt entstanden ist, wo man so selber mal sehen kann, wie schwierig es eigentlich ist, Parteien zu identifizieren aufgrund ihrer Aussagen. Genau, das ist in anderthalb Wochen um 17 Uhr. Gibt es aber auch alles auf jugendhackt.org und und genau, da findet man alles und sonst auf Twitter oder so sollte man das eigentlich auch alles gut finden. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann wieder da seid und wenn es wieder Fragen gibt. Und vielleicht sind ja auch die Zuschauer eines Tages mal sitzen hier und reden über irgendwelche coolen Projekte. Wir hoffen, es hat euch inspiriert. Und ich glaube, das war es auch soweit. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Interview und auch für die ganzen Leute, die ich so toll zugehört haben und auch gar nicht gestört haben. Vielen Dank und es hat, finde ich, sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke auch. Bis bald. Dann.